Heute möchte ich euch noch ein Einpackvideo zeigen. Die liebe Gabi hatte mich ja sehr, sehr überrascht. Ich habe von ihr ein paar Spitzendeckchen ertauscht und sie wollte gerne ein Überraschungstauschbäckchen dafür haben, hat aber selber keinen Kanal. Und von da sind wir übereingekommen, dass ich vorher ein Video dazu drehe, was ich dann eben halt einpacke und danach, wie es alles eingepackt aussieht. Vielleicht schafft sie es ja doch, mir ein Video zukommen zu lassen. Dann würde ich das im Nachhinein bearbeiten und dann auf meinem Kanal auch zur Verfügung stellen, wie sie eben halt die Dinge von mir auspackt. Ja, als erstes möchte ich ihr meine Trenner, die dann doch nicht zum Einsatz gekommen sind, schenken. Das weiß sie auch schon, weil ich sie dazu gefragt habe, weil es bringt ja nichts, wenn ich jemandem was sende, was ihm gar nicht gefällt. Die sind jetzt im A5-Format. Ihre Aufbewahrung habe ich gesehen, ist im A6-Format. Das heißt, sie könnte, wenn sie einen Hebelschneider hat, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, könnte sie das halbieren. Die Höhe ist von einem A5. Könnten wir ja nochmal nachmessen. Aber ich bin mir da ziemlich sicher, dass ich das auf A5 gemacht habe. Ja, 15 cm. Und ja, muss sie eben halt gucken. Cool wäre es eben halt nur, wenn sie selber es dann doch nicht zum Einsatz bringt, dass sie es dann eben halt an jemand anders weitergibt. Hier sind noch weitere Kategorien. Das sind die, die ich dann nicht mehr in diesem Stil fertig gemacht hatte, weil ich mich ja dann umentschieden habe. Und ich packe ihr auch von dem gelben Papier weitere Bögen rein. Das sind, glaube ich, 29 Stück, wenn nicht sogar 30. Damit hat sie dann die Möglichkeit, auch die anderen restlichen noch zu ummanteln, damit das eben halt gut aussieht. Leider hatte ich hier von dem Blauen nichts mehr, sonst hätte ich ihr auch von dem Blauen noch weitere reingepackt. So, das wird hübsch eingepackt. Dann habe ich hier einen Geburtstagskalender. Ich weiß, dass sie eben halt auf rosa steht und habe hier aber bewusst keinen Schriftzug draufgesetzt. Denn das wollte ich ihr selber überlassen. Vielleicht gefällt ihr ja genau dieses Schlichte. Hier sind alle 12 Monate in Zahlenform drauf. Und man sieht, ich habe die auch überzogen mit einer Art 3D-Lack, damit diese kleinen Sticker, Konturensticker eben halt nicht abgehen. Ja, und innen drin sieht es dann eben halt so aus. Für jeden Monat gibt es einen, bis auf im Januar. Da habe ich jetzt keinen, aber ansonsten gibt es auf jeder Seite noch ein Adressfeld, wobei ich hier hinten auch noch mal zwei, besser gesagt drei Seiten habe, wo man Adressen unterbekommen kann. Ich denke mal, auch darüber wird sie sich bestimmt freuen. Und er ist alljährlich, weil hier keine Wochentage mit drin stehen. Außerdem habe ich mir gedacht, dass ich ihr diese Stanzschablone zukommen lasse. Ich denke mal, da werden ihr bestimmt ganz viele Ideen kommen und ja, ich hoffe, sie freut sich darüber. Ja, was bekommt sie noch? Dann habe ich, weil ich weiß, dass sie auf Gorgeous steht, zwei ATC-Karten mit den Gorgeous. Einmal habe ich mich in Koloration mit Buntstiften versucht. Das gelingt mir leider immer noch nicht so richtig gut. Und einmal, das ist hier mit den Copic-Markern. Außerdem habe ich ja meine Stanzen- und Stempelaufbewahrung, das Hintergrundpapier, was ich verklebt habe, selber hergestellt. Und da ist so viel übrig geblieben und daraus habe ich ihr einige Stanzteile gemacht. Manche sind ganz groß als Schilder, dann habe ich hier Herzen noch und kleine Blümchen. Ich möchte jetzt hier nicht alle rausholen, weil ja, jeder weiß, wie eben halt Stanzteile aussehen. So. Dann habe ich sie natürlich gefragt, weil klar,
Es war für mich jetzt ein bisschen schwieriger herauszufinden, womit ich ihr eine Freude machen kann, weil wir ja bis dato vorher noch nicht so wirklich kommuniziert hatten. Sie selber hat ja keinen Kanal, wie ich schon erwähnte. Und von daher habe ich nur die Informationen vom Instagram-Account. Und sie sagte aber mir, sie würde sich über ein paar Blumensticker freuen. Ja, mal gucken. Also, ich habe jetzt hier so eine Pakete mit Stickern. Habe ich hier irgendwo was, was ein bisschen weiß ist oder so, was ich drunter legen könnte? Schau mal. Ja, geht doch super. Da haben wir einmal diese hier. Dann haben wir diese hier. Und diese. Und hier habe ich noch eine vereinzelte Sonnenblume. Die wollte ich ihr auch noch mit reinpacken. Dann bekommt sie von mir diesen Bogen mit diesen ganzen vielen Buchstaben. Und nochmal einen weiteren mit diesen Buchstaben. Außerdem habe ich auch noch diesen Stickerbogen für sie. Und diesen, der ist auf 3D gemacht. Mit schönen Mohnblumen. Ist aber noch nicht lange alles, weil dann habe ich aus meinem Riesensortiment, wo ich ja ganz, ganz viele Konturensticker noch habe, mal einige rausgesucht aus allen möglichen Kategorien. Also hier sind auch Blumen mit bei, weil sie sprach extra für ältere Leute. Und ich habe es eben halt schon sehr oft mitbekommen, dass gerade ältere Leute diese Konturensticker sehr, sehr mögen vom Style her. Und ja, da dachte ich mir eben halt, jetzt wollte ich schon wieder und von daher sagen, das möchte ich mir nämlich gerade abgewöhnen. Ja, deswegen habe ich ihr jetzt diese ganzen Konturensticker eingepackt. Dann habe ich hier noch ein kleines Aufkleberheftchen. Ich persönlich wüsste jetzt nicht so wirklich, was ich damit machen soll und glaube aber, dass sie so die eine oder andere Idee haben wird und deswegen kommt das auch mit rein. Hier habe ich noch eine CD mit einer kleinen Überraschung für sie und ich denke mal, wenn man einen Drucker hat, wird man auch sich wie im Schlaraffenland fühlen. Dann bekommt sie noch diesen Stickerbogen mit allen möglichen Dingen aus dem, ja, einerseits Kreativbereich, aber ebenso gut auch aus dem Haushalt. Das sind immer zwei Bögen. Oder habe ich hier sogar noch mehrere Bögen reingemacht, weil wenn ich die Dinger immer doppelt kaufe, dann mache ich die Bögen meistens immer hier rein. Aber ich glaube, hier sind nur zwei, ja, sind nur die, war eine Originalverpackung noch. Ja, da sind dann eben halt diese Bögen drin. Und hier nochmal 3D-Sticker im Einhornformat. Ich denke mal, da wird ihr bestimmt was Hübsches einfallen, wo sie diese schön verbasteln kann. Hier habe ich einfach nochmal so ein paar Sachen zusammengestellt, die mir in die Finger gekommen sind. Hier ist noch ein bisschen Designerpapier, einerseits was Selbstgemachtes. Das glitzert hier auch ganz, ganz extrem. Und hier habe ich noch so ein paar Embellishments, die man eben jetzt so einen Rahmen und ja, hier habe ich schon eine kleine Karte draus gemacht gehabt. Vielleicht kann sie da noch ein Schildchen drauf machen. Hier sind einige dabei mit Goldschrift und so. Und ich denke mal, da wird sie schon eine Idee für haben. So, und der Clou oder das, was jetzt für sie noch kommt, ist einmal dieser Bogen. Einmal dieser Bogen, weil sie mag Gorgeous. Und ich hoffe, sie kann damit wirklich was anfangen. Dann haben wir noch diesen Bogen und diesen Bogen. Dann bekommt sie zweimal
Diesen Bogen. Na, bleibst du liegen. Und ich habe zweimal dieses Motiv. Stehen bleiben. Dann gibt es auch noch dieses Motiv zweimal. Dieses Hintergrundmotiv. Und dann haben wir dieses Motiv einmal und diese Motive auch noch zweimal. Ja, ich denke mal, das ist ein schönes, großes, kompaktes Set. Des Weiteren wollte ich ihr noch von meinen Mini-Gorgeous ein paar Abdrücke machen. Das habe ich jetzt aber noch nicht geschafft. Ich wollte jetzt allerdings das Video abdrehen, damit, also diesen ersten Teil abdrehen, damit ich dann alles einpacken kann. Für die ATC-Karten wollte ich auch noch eine kleine Umverpackung machen. Und dann eben halt die Abdrücke von meinen Mini-Gorgeous mit reinmachen. Das kann ich euch dann aber in dem zweiten Teil von diesem Video zeigen. Dann bis später. So, da bin ich wieder. Tada! Alles ordentlich und schön verpackt. Zeitlich gesehen habe ich es jetzt leider nicht mehr geschafft, noch eine Hülle für die ATC-Karten zu machen. Aber ich denke, das ist für sie vollkommen in Ordnung. Dafür habe ich noch was anderes. Hier habe ich noch eine kleine Box, da steht zwar zum Geburtstag viel Glück drauf, aber für sie ist die Marmelade und sie kann diese Box jemand anderen zum Geburtstag eben halt schenken, mit einem Inhalt, den sie selber wählt. Ja, und dann habe ich auch noch eine Karte gezaubert, da kommen noch liebe Worte rein und ich denke mal, da wird sie sich auch drüber freuen. Den Umschlag habe ich jetzt hier noch verziert mit einem kolorierten Digitalstempel. Und ja, das ist hier mit diesem Tombow, mit dem Kleber hinten drauf so ein bisschen. Und dann kann man den Umschlag aufmachen, ohne was kaputt zu machen. Das werde ich ihr aber vorher noch sagen, damit sie im Chat Bescheid weiß, dass sie da ohne weiteres das hochmachen kann. Ja, das kommt jetzt alles hier in die Kiste rein und dann wird das so schnell wie möglich abgesandt. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Bye, bye, ihr Lieben.